Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video sprechen wir mal wieder über die Nullstellen einer Funktion. Heute geht es um die Polynomdivision, sicherlich eines dieser schwierigsten Verfahren zur Nullstellenberechnung. Du siehst hier an der Seite schon den Inhalt für dieses Video, du siehst die Aufgabe, du siehst darüber, worüber wir sprechen werden und ich hoffe, dass du Bock auf dieses Video hast. Wenn das der Fall ist, nach dem kurzen Intro schauen wir uns mal die Nullstellenberechnung mithilfe der sogenannten Polynomdivision gemeinsam an. Ja, wie du gerade schon im Intro gesehen hast, geht es in diesem Video um diese Funktion. Wir werden jetzt hier mit Hilfe der Polynomdivision die Nullstellen von dieser Funktion berechnen. Hier an die Seite, da habe ich dir nochmal die Schritte hingeschrieben, die du so auf jede andere Funktion dieses Types übertragen kannst, wenn du denn die Nullstellen mit Hilfe dieser sogenannten Polynomdivision berechnen sollst. Im ersten Schritt brauchen wir auf jeden Fall eine bekannte Nullstelle. Und hier setzen wir dann diverse Zahlen für x ein, rechnen das Ganze aus und wenn das Ergebnis dieser Rechnung die 0 ist, dann wissen wir, dass die eingesetzte Zahl tatsächlich eine Nullstelle ist oder nicht. Also, ich persönlich fange immer mit der 1 an und überprüfe die 1, bilde also f von 1. Das bedeutet, dass ich jedes x in dieser Funktion durch diese 1 ersetze. Insgesamt bin ich dann bei 1 hoch 3 minus 6 mal 1 zum Quadrat plus 11 mal 1 minus 6. Wie du siehst, es entsteht eine Rechnung, die wir ausrechnen können. Hier nochmal wiederholt, wenn das Ergebnis dieser Rechnung die 0 ist, dann ist x gleich 1 tatsächlich die zu erratende Nullstelle. 1 hoch 3 steht für 1 mal 1 mal 1, das ist 1. 1 zum Quadrat steht für 1 mal 1, das ist auch 1. Minus 6 mal 1 ist minus 6. 11 mal 1 ist sicherlich 11. So, ja, minus 6 fällt nicht weg. 1 minus 6 ist minus 5. Minus 5 plus 11 ist 6. 6 minus 6 ist 0. Das ist genau das, was wir rauskriegen wollten. Also können wir jetzt schon mal festhalten, dass wir eine Nullstelle schon kennen, nämlich die Zahl, die wir gerade eingesetzt haben, also die 1. Damit ist auch schon der erste Schritt abgehakt. Übrigens, wenn du hier eine andere Zahl herausbekommst, außer die 0, dann musst du weiter ausprobieren. Hier als kleiner Tipp, ich würde an deiner Stelle immer die Teiler des Absolutgliedes, in dem Fall also von der minus 6, überprüfen. Also ich würde jetzt wahrscheinlich mit der minus 1 weitergehen. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich die 2 überprüfen und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall die Teiler hier von dieser reinen Zahl am Ende. Im zweiten Schritt, da kommt es dann auch schon direkt zu dieser Polynomdivision. Und die Polynomdivision ist immer so aufgebaut, dass du deine Funktion schnappst, diese in Klammern setzt, also so. Und diese teilst du dann durch, Klammer auf, x und jetzt anderes Vorzeichen von deiner Nullstelle. Wir haben hier eine plus 1 rausbekommen, also minus 1, Klammer zu. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine minus 4 gehabt hätte, dann würde ich jetzt hier in Klammer hinschreiben x plus 4. Also immer genau die Zahl, deine Nullstelle und dann ein anderes Vorzeichen. Und jetzt geht auch schon ja, das ganze Schema los. Es ist immer relativ gleich aufgebaut. Du teilst die höchste Potenz durch x. Hier ist also die Rechnung x hoch 3 geteilt durch x. Und das Ergebnis schreibst du hinterm Gleichzeichen hin. X hoch 3 durch x ist x Quadrat. Wenn du das gemacht hast, dann multiplizierst du, also rechnest du mal, das, was du gerade hingeschrieben hast, mit dieser Klammer und das Ergebnis schreibst du hier drunter. Also rechnen wir erst einmal x² mal x, das ist x hoch 3. Zweite Rechnung, x² mal minus 1 ist minus 1x². Wenn du das jetzt hier hingeschrieben hast, packst du um diesen Ausdruck eine Klammer mit einem Minuszeichen davor. Und dann musst du genau diese Rechnung ausrechnen. Und zwar das, was da drüber steht, minus das, was in der Klammer steht. Die Rechnung ist also x hoch 3 minus x hoch 3. Fällt weg, dann weißt du schon mal, dass du auf einem guten Weg bist. Zweite Rechnung ist minus 6x² minus minus 1x². Hier unbedingt immer auf deine Vorzeichen achten. Minus minus ergibt plus, also ist die Rechnung minus 6x² plus 1x². Das sind minus 5x². So, wenn du jetzt dein Ergebnis hast, dann füllst du wieder auf zwei Teile auf. Das heißt, wir holen jetzt diese 11x herunter plus 11x, denn das ist ja das Erste, was wir quasi noch nicht verrechnet haben. Und jetzt geht das Schema wieder von vorne los. Höchste Potenz durch x teilen, Ergebnis hinschreiben. Also minus 5x² durch x, das ist minus 5x. So, und jetzt das, was wir gerade hingeschrieben haben, mit der Klammer mal nehmen, Ergebnis drunter schreiben. Erste Rechnung ist also minus 5x mal x, das ist minus 5x². So.
zweite Rechnung ist minus 5x mal minus 1, das ist plus 5x. So. Jetzt haben wir wieder diese zwei Teile hingeschrieben, können also eine Klammer drum schreiben, wieder ein Minuszeichen davor und müssen das Ganze ausrechnen. Minus 5x² minus minus 5x², also minus 5x² plus 5x² ist 0, gutes Indiz. 11x minus plus 5x, minus und plus ergibt insgesamt minus, also ist die Rechnung 11x minus 5x und das ist 6x. Fertig ausgerechnet. Und jetzt noch einmal auf zwei Teile auffüllen, denn die minus 6 haben wir noch nicht verrechnet. Und jetzt wieder von vorne beginnen. 6x geteilt durch x ist 6, also plus 6 hierhin. Gerade hingeschrieben das Ergebnis mit dieser Klammer mal nehmen und Ergebnis hier drunter schreiben. Erste Rechnung ist also 6 mal x, das ist 6x. Zweite Rechnung ist 6 mal minus 1, das ist minus 6. Klammern drum, minus rechnen. So, 6x minus 6x ist 0. Minus 6 minus minus 6 minus minus ergibt plus, also ist die Rechnung minus 6 plus 6, das ist auch 0. Wenn du als Ergebnis bei der Polynomdivision die 0 raus hast, dann weißt du, dass du schon mal alles richtig gemacht hast. So, jetzt siehst du hier nicht weitere Nullstellen, sondern du siehst eine neue Funktion. Diese neue Funktion, die musst du jetzt unbedingt, und ich mache es mal hierhin aufgrund von Platzproblemen, diese Funktion musst du jetzt gleich 0 setzen. Also x² minus 5x plus 6 gleich 0. Wie du siehst, eine komplett neue Funktion, eine quadratische Funktion. Und diese müssen wir jetzt im vierten Schritt lösen, wenn es denn möglich ist. Hier siehst du x hoch 2, x und eine reine Zahl. Das ist immer ein ganz gutes Indiz dafür, dass man zum Beispiel mit Hilfe der PQ-Formel ja, zu der richtigen Lösung kommt. Denk dran, das P ist die Zahl von dem x, also die minus 5. Und das Q ist in dem Fall die reine Zahl, also die 6. Und diese beiden Zahlen, die müssen wir jetzt in die PQ-Formel einsetzen. Ich schreibe sie dir nochmal hier hin. So, das ist jetzt die PQ-Formel. Wie du sie kennst, ich persönlich habe sie jetzt mit x2 und x3 beschriftet, da wir ja schon x1 herausbekommen haben. Das ist ja schon eine Nullstelle. Wir werden jetzt jedes p in dieser Formel durch die minus 5 ersetzen und das q am Ende durch die 6. So, wollen wir mal anfangen. Also, die PQ-Formel fängt an mit minus und jetzt kommt ja dann Bruch. Und im Zähler steht das p, für das wir ja minus 5 einsetzen wollen. 5, halbe, plus, minus, jetzt die große Wurzel andeuten. Klammer auf, jetzt siehst du hier wieder diesen Bruch, im Zähler wieder das P, also minus 5, halbe, Klammer zu zum Quadrat, jetzt das Minuszeichen aus der Formel, jetzt kommt das Q, also die 6. So, Wurzel drüber. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich ein bisschen weiter vereinfachen, minus und minus ergibt plus, also sind wir hier bei 5 halbe. So, minus 5 halbe zum Quadrat steht ja für minus 5 halbe mal minus 5 halbe. Hier kannst du die Rechenregel Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner anwenden. Also sind wir hier bei 25 Viertel. So. Jetzt weiß ich ja, dass ich von dieser Zahl im nächsten Schritt die 6 abziehen muss. Du weißt aus der Bruchrechnung, dass man ja nur subtrahieren und addieren kann, wenn sie denselben Nenner haben. Denk dran, eine ganze Zahl hat immer Eintel. Und ich kann jetzt direkt in diesem Schritt schon die Eintel auf Viertel erweitern. Also Zähler und Nenner mal 4 nehmen. Da sind wir genau hierbei. Dann kann ich mir nämlich einen unnötigen Rechenschritt sparen. So, das sieht jetzt ein bisschen doof aus, aber ich glaube, du siehst, was ich gemacht habe. Ja, jetzt können wir hier die 5 halbe nochmal übernehmen. Plus, minus. Ja, und 25 Viertel minus 24 Viertel sind natürlich 1 Viertel. So, jetzt müssen wir noch einmal die Wurzel aus 1 Viertel ziehen. Deswegen bleibe ich persönlich immer in der Bruchrechnung, die Wurzel aus 1, also weil du bei einem Bruch die Wurzel einmal aus dem Zähler einzeln ziehen kannst und danach aus dem Nenner einzeln ziehen kannst. Die Wurzel aus 1 ist 1 und die Wurzel aus 4 ist 2. Ja, jetzt können wir auch schon unsere Ergebnisse entnehmen. x2 wird dann der obere Rechenweg sein, also 5 halbe plus 1 halb. Da sind wir insgesamt bei 6 halbe. Denkt dran, ein Bruchstrich ist eine Geteiltrechnung. Hier steht also 6 geteilt durch 2, natürlich 3. Und jetzt noch die letzte Nullstelle, also 5 halbe minus 1 halb. Das ist ja hier der untere Rechenweg. Da sind wir dann hier bei 4 halbe. 4 geteilt durch 2 ist natürlich 2. Also können wir jetzt sagen, dass die Funktion 3 Nullstellen hat. Da muss natürlich ein x3 hin, sorry. Einmal hier die erste Nullstelle, hier die zweite Nullstelle und hier die dritte Nullstelle.
Auch für dieses Video habe ich mal wieder eine Zuschaueraufgabe. Und zwar siehst du jetzt hier diese Funktion. Und wenn du möchtest, dann berechne doch einmal die Nullstellen von dieser Funktion mithilfe der Polynomdivision. Die Lösung findest du wie immer kostenlos und öffentlich einsehbar auf dem Einfach-Mathe-Blog. Den Link hierzu einmal in der Videobeschreibung oder hier oben, wenn du auf die SI klickst. Denn diese Aufgabe dient einfach dazu, dass du nochmal überprüfen kannst, ob du die Inhalte, die wir gerade in dem Erklärpart dieses Videos besprochen haben, ja auch tatsächlich verstanden hast. Ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, dass dir jetzt die Polynomdivision ein Stück klarer ist und dass du vor allem die Zuschaueraufgabe richtig gelöst hast. Wenn du noch weitere Erklärungen haben möchtest, wenn du noch weitere Übungsaufgaben zu diesem oder zu irgendeiner anderen Lösungsstrategie ja haben möchtest, dann schau dir bitte eines dieser drei oder alle drei Produkte an. Diese drei sind nämlich im Shop erhältlich, einmal das Webinar, einmal das Workbook und einmal das Skript. Und ich glaube, dass diese Dreierkombination dafür sorgen wird, dass du nie wieder Probleme mit der Polynomdivision, mit dem Horner-Schema, mit der Substitutionsmethode und so weiter haben wirst. Den Link hierzu packe ich dir übrigens, oder den Link zu diesen drei Produkten packe ich dir übrigens in der Videobeschreibung. Oder wenn du hier oben auf dieses i klickst, schau dich gerne um. Vielleicht ist das ja etwas für dich. Und jetzt wünsche ich dir wie immer viel Erfolg beim Lernen. Und eine Sache steht immer fest, deine Mathe-Note hängt eben nicht von Zufall ab.